Ja, einen schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Mein Name ist Katja Suding, ich bin stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, bin Vorsitzende des Arbeitskreises 1 und im Arbeitskreis 1 beschäftigen wir uns mit den Themen zum Beispiel Bildung und Forschung. Das ist ja auch der Schwerpunkt heute hier. Wir beschäftigen uns aber auch mit den Themen Familien, Kinder, Senioren, Jugend. Wir beschäftigen uns auch mit Kultur und Medien. Also es ist ein breites Themenfeld, aber wie gesagt, heute ein Thema aus dem Bereich Bildung. Ich freue mich wirklich, dass so viele da sind. Das ist hier unser Fraktionssitzungssaal, in dem haben wir, was ist heute Mittwoch, gestern noch getagt. Gestern hatten wir hier noch unsere Fraktionssitzung. Also hier tagen die 80 Abgeordneten inklusive einiger Mitarbeiter. Das hat hier gestern Nachmittag noch stattgefunden. Wir haben hier auch viele Fachkongresse. Und heute ist eben der Auftakt zu einer Kongressreihe, die wir veranstalten wollen, zum Thema digitale Bildung. Digitale Bildung, das ist ja ein Thema, was auch in den letzten Tagen und Wochen wieder sehr stark in den Medien stattgefunden hat. War ein ganz, ganz großes Thema. Übermorgen wird der Bundesrat zum letzten Mal in diesem Jahr zusammentreten und dann darüber entscheiden, ob sie die Grundgesetzänderung zur Reform des Bildungsföderalismus beschließen wollen. Wir hören ja, dass das nicht der Fall ist, dass die Bundesländer den Vermittlungsausschuss anrufen werden. Finden wir sehr schade. Wir haben es nämlich gerade im Bundestag vor einigen Wochen geschafft, eine gute Zweidrittelmehrheit zusammenzubekommen, um das Grundgesetz so zu ändern, dass wir zu einer doch etwas moderneren Form des Bildungsföderalismus kommen. Die Große Koalition, die hatte sich vorgenommen, das Grundgesetz nur zu ändern, um den Digitalpakt zu ermöglichen, der jetzt ja auch in aller Munde ist. Sie hatte die Schwierigkeit oder das große Problem, dass sie selber nicht die nötigen Stimmen zusammenbekam. Die Zweidrittelmehrheit, die notwendig war, um das Grundgesetz zu ändern, musste deshalb mit FDP und Grünen sprechen. Und wir haben dann zusammen erreicht, dass der Beschluss des Bundestages zur Änderung des Grundgesetzes noch etwas weitergegangen ist. Der würde auch ermöglichen, dass der Digitalpakt funktioniert, aber eben darüber hinaus noch einiges mehr. Wenn es dann am Ende gelingt, vermutlich nicht am Freitag, aber hoffentlich dann, nachdem der Vermittlungsausschuss schnell getagt hat, wenn der Bundesrat dann auch zustimmt, was die Grundgesetzänderung angeht, dann sind auch Investitionen in die Qualität von Bildung möglich. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch die Finanzierung von IT-Administratoren möglich ist. Da kann in Lehrerfortbildung investiert werden, aber eben auch in die digitalen Lernmittel, um die es ja auch heute gehen soll. Das ist alles im Moment noch nicht möglich. Das ist aber etwas, was dringend notwendig ist. Ja, jetzt stellen wir fest, dass im Bundesrat noch so ein paar Befindlichkeiten sind. Wir freuen uns, wenn die Bundesländer und jetzt sehr schnell zu einer Lösung kommen, zusammen mit dem Bund, dass wir dann in einem sich so dynamisch und schnell entwickelnden Feld wie der digitalen Bildung endlich vorankommen. Da gibt es ja seit Jahrzehnten eher Entschleunigung in der Politik, obwohl das ja ein Feld ist, was so schnell ist, so dynamisch ist, wo wirklich Handlungsbedarf besteht. Wir finden es schade, dass das Thema der digitalen Lehrmittel in der ganzen Debatte und in den öffentlichen Diskussionen doch immer so ein bisschen untergeht. Meistens wird ja nur über die Technik gesprochen, über Infrastruktur. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass sich Kabel oder Tablets ja auch anfassen lassen, dass sie auch sich auf dem Foto viel, viel besser machen. Und die digitalen Lernmittel, so Software, das ist dann doch vielleicht für manche zu abstrakt und das wird dann oft nicht wirklich mitgedacht. Wir denken, dass es ein Fehler ist und sehen einfach, dass das auch das beste WLAN gar nichts bringt und auch nicht die schnellsten und die besten Endgeräte und auch nicht die bestausgebildeten Lehrkräfte, wenn es denn gar keine digitale Lernmittel gibt, die sie dann damit auch nutzen können. Und deswegen haben wir ganz, ganz bewusst das Thema digitale Lernmittel auch an den Anfang unserer Kongressreihe hier heute gestellt. Die digitalen Lernmittel, die umfassen ja ganz vieles. Da ist als einfachste Variante das Schulbuch, das man als PDF verfügbar macht und noch ein bisschen erweitert. Das geht über das Lernvideo bis hin zu kluger Software, die mitlernt. Es geht also darum, dass die digitalen Lernmittel nicht einfach nur die Übertragung dessen ist, was wir schon immer gekannt haben, in die digitale Form. Also es geht nicht darum, die Schulbuchfibel, die wir alle kennen, jetzt als PDF verfügbar zu machen. Da geht schon sehr viel mehr. Es geht auch darum, dass man dann wesentliche Aspekte der Bildung auch in ein neues Zeitalter transformiert. Digitale Lernmittel, die bieten viele Chancen, wenn wir die Hürden, die ihren Einsatz bisher noch erschweren, denn überwinden. Und genau über diese beiden Themen, über die Hürden und über die Chancen, wollen wir heute mit Ihnen diskutieren.
Das erste Podium, was gleich hierher auf die Bühne kommen wird, das diskutiert das pädagogische Potenzial von digitalen Lernmitteln. Bei der Nutzung von digitalen Lernmitteln, da fallen Daten an und die können genutzt werden, um die Lernmittel zu optimieren. Da kann schnell ermittelt werden, welche Lernmittel da besonders erfolgreich sind. Man kann sehen, welcher Aufbau von Lernmitteln besonders gut funktioniert und sogar welche inhaltliche Abfolge von Lernmitteln und Lehrplänen besonders hilfreich ist. Und die Analyse der Daten, die hilft den Lehrkräften auch, den Unterricht für jeden Schüler weiter zu personalisieren. Jeder kann durch das Format lernen, das ihm am besten hilft. Das kann Lesen sein, das kann Schreiben sein, das kann das Anschauen von Videos sein, das können auch Serious Games sein. Und jeder Schüler hat dann auch die Möglichkeit, im eigenen Tempo zu lernen. Da gibt es eine Schülerin, die kann vielleicht schon Zusatzaufgaben lösen, während ein Mitschüler noch Unterstützung bei den Pflichtaufgaben bekommt. Und dann kann die Software auch ein individuelles Feedback für jeden Schüler geben. Interaktive Software kann darüber hinaus Elemente von Gamification nutzen, um das Lernen spannender für die Lernenden zu machen und vielleicht sogar ja auch für die Lehrenden. Und diese und auch andere Potenziale, die diskutieren wir einmal mit Dr. Sarah Henkelmann hier vorne. Sie ist Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung und hat daher einen sehr, sehr guten Überblick über das Thema. Und als Gesellschafterin von Sciovation trainiert sie unter anderem Schulen beim Einsatz von digitalen Lernmethoden. Und Frau Dr. Henkelmann wird uns gleich vorab auch mit einer Keynote nochmal in das Thema einführen. Professor Dr. Gerald Lemke, der ist da etwas skeptischer, was das Thema digitale Bildung angeht. In seinem Buch Die Lüge der digitalen Bildung vertritt er die These, durch die Digitalisierung würden Schülerinnen und Schüler das Lernen verlernen. Kevin Timm ist Lehrer an der Villa Weversbusch, einer Apple Distinguished School, in der alle Klassenräume mit Whiteboard, Beamer, Apple TV und Gigabit-WLAN ausgestattet sind. Das ist ein Zustand, von dem, glaube ich, viele Schulen träumen. Marianne Vogt ist Gründerin und Geschäftsführerin von Bettermarks, die Mathe-Lernsoftware von Bettermarks. Die hat Uruguay im Sturm erobert, tut sich aber hier in Deutschland noch schwer. Und das, obwohl die Daten zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler sehr stark profitieren. Alexander Giesecke und Nikolai Schork haben mit ihrem YouTube-Kanal The Simple Club einen Nerv bei Jugendlichen getroffen. In kurzen und eingängigen Videos helfen sie über 600.000 Nutzern im Monat. Und auf dem Podium wird heute diskutieren Alexander Giesecke. Und moderiert wird dieses Podium, wie auch das zweite, von Heike Schmoll, die als eine der profiliertesten Bildungsjournalisten bei der FAZ die Seite Bildungswelten betreut. Unser zweites Podium wird dann die Frage diskutieren, welche Hürden wir nehmen müssen, um digitale Lernmittel in den Schulen einsetzen zu können. Klar ist, es fehlt fast überall die Technik. 90% der Schulen verfügen noch nicht über einen Breitbandanschluss. Und die Frage nach den Endgeräten sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer ist noch ungeklärt. Es ist alles bekannt und ein großes Problem. Aber selbst wenn es die Technik dann irgendwann gibt, dann fehlt immer noch der regulative Rahmen. Die Landesbehörden, die sind weitgehend überfordert, digitale Lernmittel zuzulassen. Wenn adaptive Software für eine Genehmigung vierfach ausgedruckt werden muss, dann kann man, glaube ich, sehr schnell feststellen, dass da etwas schiefläuft. Schulen wissen auch oft gar nicht, wie sie die digitalen Lernmittel abrechnen sollen, gibt dafür gar keine Töpfe. Und das schränkt natürlich auch die Entwickler ein, die ohne zahlungskräftige Kunden und Abnehmer natürlich auch nur wenige Produkte auf den Markt bringen können. Und schließlich ist der Datenschutz so kompliziert, dass viele Schul- und Lehrkräfte vor dem Einsatz digitaler Lehrmittel zurückschrecken, damit sie nicht gefühlt oder sogar real mit einem Bein im Gefängnis stehen. Und diese Fragen, die diskutieren wir mit Dr. Uwe Bettscheider. Er kennt den Schulalltag in Deutschland und auch im Ausland und weiß als Schulleiter des öffentlichen Ritzefeld-Gymnasiums in Stolberg, wie hoch die Hürden für Schulen sind, die digitale Bildung nutzen wollen. Dr. Anne-Kathrin Bock vom Georg-Eckert-Institut für Schulbuchforschung erforscht den Einsatz digitaler Lernmittel. Im internationalen Vergleich kann sie erläutern, womit wir uns schwer tun und was wir denn von den anderen lernen können. Linda Kruse ist CEO des Spieleentwicklers The Good Evil und Vorstand des GAME, ein Verband. Ihre Lernspiele verbinden Spaß und Ernst und wurden mit Preisen ausgezeichnet, aber werden
die Spiele auch in den Schulen eingesetzt. Das wollen wir von ihr wissen und auch, was ihren Einsatz schwer macht. Und zu guter Letzt diskutiert mit uns Frank Thalhofer, der verlegerische Geschäftsführer von Cornelsen Schulbuch Verlag. In anderen Staaten haben sich längst zu Vorreitern der Digitalisierung entwickelt. Und wir wollen von ihm wissen, warum dominiert in Deutschland immer noch das Schulbuch? Am Ende des jeweiligen Podiums werden wir die Diskussion auch für Sie alle, also für das Publikum, öffnen. Diskutieren Sie gerne mit uns mit, hier vor Ort oder auch auf Twitter unter dem Hashtag digital lernen. Ich glaube, den blenden wir gleich, da ist er schon eingeblendet. Die Twitter-Namen und die unserer Podiumsgäste, die finden Sie gleich dann auch auf der Präsentation an der Wand auf der nächsten Folie. Im Anschluss an unsere beiden Podien würden wir uns freuen, wenn Sie noch ein bisschen hier bleiben. Es gibt dann noch Fingerfood und Getränke und wir haben vielleicht noch die Gelegenheit, uns ein wenig auszutauschen. So, und jetzt bitte ich Frau Dr. Henkelmann hier nach vorne. Wir freuen uns sehr auf Ihre Keynote und ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind und wünsche uns einen spannenden Nachmittag.